So, Hallöchen, hier ist Ulf. Ich habe mir heute den Martin und auch den Mo als Zeugen mitgebracht, damit das, was ich euch erzähle, dass das wirklich auch ankommt. Ja, es geht über Zeugen, über Zeugen und ein Zeugnis, selbstverständlich. Ich möchte das gerne in einem Zusammenhang sehen, weil ich dort einige Leute einladen werde. Weil auch die Zeugnis sind. Wir werden euch ein kurzes Zeugnis geben, was heißt ein Zeugnis geben, das Zeugnis geben, um herauszufinden, wer ist berechtigt, das Gesetz Gottes auszulegen. Wir haben heute den 25.07.2015 und in den Synagogen wird heute die Parashat Dvarim gelesen. Das ist das allererste Buch. In den fünf Büchern Mosen ist dort jetzt diese Parascha, der erste Abschnitt im fünften Buch Mose, wo Mose anfängt, das Gesetz auszulegen. So, und wenn wir uns heute halt unsere Landschaft anschauen, dann stellen wir fest, es gibt zwar sehr, sehr, sehr viele Gesetze, aber es gibt keinen Mose, der das Gesetz auslegt. Und deswegen ist halt auch die große Frage, wir haben dort in den letzten Wochen schon drüber gesprochen, wer hat den Geist Gottes? Wer hat den Geist Gottes? Wer sagt heute die Wahrheit? Und ich habe jetzt vor mehreren Monaten schon begonnen, Apostelgeschichte 1, Vers 6 immer wieder zu fragen. Das heißt, die Leute, die ich jetzt berufe oder die ich halt auch als Zeugen rufe, ja, die sind dafür eigentlich bestimmt, wirklich für die Wiederherstellung des Königreiches. Ihr seht, wir sehen das ernst. Dort hinten gibt es eine komplette Auslegung der Geschichte Israels von den Beginnen bis heute. Und wir befinden uns halt heute in einer Zeit, wo jeder Christ, der sagt, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube daran, dass es eine Gemeinde gibt, ich glaube, dass das Wort Gottes wahr ist, der muss sich in jeder Situation fragen, Herr, stellst du in dieser Zeit das Königreich wieder her? So, und deswegen sage ich euch von Anfang an, in dieser Wiederherstellung des Königreiches ist es sehr, sehr wichtig, dass eine Person auftaucht aus dem Nichts eigentlich. Und die Offenbarung redet darüber sehr eindeutig, dass dort am Ende der Tage jemand einen weißen Stein bekommt. Wir werden das gleich sehen in der Offenbarung 2. Ich bin derjenige, der diesen Stein bekommen hat. Ich sitze in Berlin. Und habe festgestellt in den letzten Monaten, keiner weiß eigentlich, was das tatsächlich bedeutet. So, und deswegen rufe ich jetzt als Zeugen auf, also von den Menschen, die mir in den letzten 21 Jahren begegnet sind. Es wird jetzt ein Zeugnis geben von 21 Jahren, einen kurzen Wrap-up, was eigentlich in den letzten 21 Jahren geschehen ist, Nummer 1. Nummer 2, warum ich den Stein bekommen habe. Nummer 3, was dieser Stein ist, wer dieser Stein ist und wie das mit euch zusammenhängt. So. Und ich werde dort nicht eher ruhen. Ja, es wird eine Aufforderung geben an euch, sich zu positionieren zu dem, was ich sage. Ja, und ich möchte dort ganz klar herausstellen, dass ich dies als Bruder zu den Schafen überall in Deutschland und jeder, der wirklich meine Stimme hört und in der Lage ist, Deutsch zu verstehen, ja, dass der zuhört. Nummer 1, diejenigen, die angesprochen sind, ja, ich möchte gerne, bitte vervielfältigt das. Ich nehme euch dort in die Pflicht, ja, sagt das euren Gemeindemitgliedern, was dort passiert, ja, und schaut zu, dass diese Botschaft, ja, die ich jetzt euch demnächst, die ich euch jetzt hier in den nächsten ja, Minuten, Stunden, ja, und auch Tagen und Wochen zeigen werde, ja, dass diese Botschaft rausgeht. So, und da möchte ich gerne als allerersten Zeugen werde ich berufen den Peter Riedel. Peter, du hast mich getauft, du hast mich getraut. Ich bin in deine Gemeinde gegangen und bin von dort aus nach Israel gegangen, schon 1996. Ich möchte dann auch rufen den Rudi Pinke vom Father's House in Frankfurt. Ich bin 1994, 95, glaube ich, bei dir gewesen, Rudi. Du hast halt die letzten Tage hast du halt ein Video verschickt. Da ging es halt über die Entrückung und über die letzten Tage des Herrn. Rudi, es ist sehr, sehr wichtig, dass du da jetzt zuhörst, ja.
Ich bin damals 1995, glaube ich, mit Rolf Piller damals gewesen bei dir in der Gemeinde, mit dem ich auch in Jerusalem gewesen bin. Ein Bruder, der leider nicht mehr bei uns ist, der halt auch von dem zeugen kann, was eigentlich jetzt passiert. So, dann rufe ich auf jeden Fall den Peter Wenz. Ja, der Peter Wenz, letztens im Spiegel gewesen. Peter, wir haben uns in Jerusalem getroffen, zusammen mit dem Jürgen Bühler. Ja, du hast, ich habe dir gesagt, dass die Tora gültig ist. Du hast das abgelehnt. Deine Frau hat mir damals gesagt, naja, ihr seid durch die Altstadt gegangen, und deine Frau hat damals gesagt, dass wenn heute der Nationalsozialismus gewesen wäre, hätte sie den Geist, sie hätte die Juden halt nicht ins KZ geschickt. Ja? Und da sind halt einige Sachen offen noch, Peter, und deswegen ist es sehr wichtig, dass auch du zuhörst. Dann der Gottfried Bühler, der halt auch bei dir ist, den werde ich auch einladen. Der ist derzeit bei der ICEJ in Germany, also ICEJ der Internationalen Christlichen Botschaft. Gotti, wir kennen uns auch jetzt fast seit 17, 18 Jahren. Wir haben auch unsere Sachen, deswegen bitte, bitte hör gut zu. Ja? Ich habe deinem Bruder mehrfach versucht zu erklären, was eigentlich passiert, aber dein Bruder hört nicht zu. Und langsam wird das halt ganz wichtig zu verstehen, auch eine rechtliche Angelegenheit. Ja? So. Dann lade ich einen Wolfhard Magis, hier von der Gemeinde auf dem Weg in Berlin. 1994 habe ich durch deine Tapes, Wolfhard, ja, also super, ja, ich bin richtig auferbaut worden, dir das Ohr eines Jüngers, ja, was ist eigentlich ein Jünger? Und ich habe das, ich weiß nicht wie oft gehört, bin dann 1995 bei dir auf der Mehrkonferenz gewesen, wo ich eine Bestätigung bekommen habe, meine Frau zu heiraten, die du vielleicht auch kennengelernt hast, die Senait, ja, vier wunderbare Kinder, ich bin jetzt seit einiger Zeit in Berlin. Habe dich besucht, als Yogi, glaube ich, letzte Mal bei dir gewesen ist, in deinem Haus. Wir hatten leider keine Möglichkeit, über bestimmte Dinge zu reden. Ich möchte das gerne nachholen, auch dich. Bitte hör dir das alles sehr gut an. Und dann ganz herzlich lade ich ein den Hans-Peter Pache, den Rüdiger Suhmann und den Sven Olaf Heckel sowie den Heinz Kiok von der Lukas-Gemeinde in Berlin. Dort bin ich halt ja von Anfang an eigentlich hier aufgeschlagen. Meine Mutter geht dorthin. Und Hans-Peter, dort sind einige Sachen offen. Die sind nicht ordentlich gelaufen. Ihr seid dort weg. Da sind einige Sachen offen, die müssen unbedingt geklärt werden. Also hör gut zu. Ich habe versucht, mit dem Peter, mit dem Rüdiger versucht, einen Termin auszumachen. Ja, der hat mich halt 10 Tage warten lassen. Dann hat er wieder abgesagt, kurz vorher. Und es kommt von euch nichts. Ja, und ich bitte euch, darüber nachzudenken, das ist ganz wichtig, ja, das, was ihr dem geringsten Bruder von Jesus angetan habt, das habt ihr mir angetan, ja, und genauso dürft ihr das auch wirklich verstehen, was ihr in den letzten 7 Jahren getan oder auch nicht getan habt, ja. So, dann möchte ich eigentlich ganz gerne einladen den Willi Stier. Willi, wir kennen uns, mein Buch ist bei dir veröffentlicht worden, beziehungsweise du hast das damals vertrieben. Ich hatte dich auch schon mal angerufen, es müssen halt ein paar Sachen müssen neu geschrieben werden. Ja? Also der ASA Verlag, super Geschichte, ja, dort gehen tolle Informationen raus, aber halt auch Informationen bezüglich des Königreiches, die nicht in Ordnung sind. Ja? Und es ist sehr wichtig, dass du zuhörst, Willi, weil dein Geschäft von dem, was demnächst passieren wird, wird unmittelbar davon beeinflusst werden. Ja? Dann lade ich ein den Jörg Haller. Der Jörg Haller ist sehr, sehr häufig halt so auf den Foren unterwegs. Vor 14 Jahren, Jörg, hast du mich kennengelernt, als ich in der Gemeinde bei dir gesprochen habe zum Thema Ephraim und Israel. Du hast mir neulich eine Antwort gegeben, das war überhaupt nicht in Ordnung, ja, das muss geklärt werden, da habe ich was gegen dich, Jörg, und ich bitte dich, dass du das auch öffentlich dort, ja, öffentlich mal ein bisschen klarstellst, ja, was du mir da im Geheimen da geschrieben hast, so. Und ich bitte dich daran zu erinnern, dass wir uns getroffen haben, du hast nachts einen Traum gehabt und hast gesagt, Ephraim, Ephraim, rette mein Volk, das ist 14 Jahre her. Und das hängt halt alles mit dem Jürgen Bühler zusammen. Ja, Jürgen Bühler, Yogi, ich lade dich jetzt nochmal ein. Ja, und ich bitte dich dort ganz besonders, schau,
In, ich glaube, 1. Korinther, 2. Korinther, Kapitel 15, wo Paulus sagt, Kinder, wenn es um Offenbarungen geht und um Visionen, ich halte da nichts zurück. Ich bin nicht weniger, nicht mehr als ihr. Wir sind alles Brüder. Ja, aber ich versuche jetzt das dritte Mal zu dir zu kommen. Und dieses Mal, Yogi, werden die Sachen, die offen sind, geklärt. Es geht um Ephraim, das weißt du. Ja, es geht dort um was Theologisches, absolut. Es geht nämlich um die Wiederherstellung des Königreiches. Und dort gibt es halt einen kleinen Splinter in euren Augen, der sollte entfernt werden. So. Und ich lade dazu auch ganz, weil das halt wirklich rausgehen muss, den Ludwig ein. Ich habe das allererste Mal im Jesushaus den Michael Schneider getroffen, noch bevor ich nach Israel gezogen bin. Habe neben dem Doron gewohnt, habe den Doron mit in die Botschaft eigentlich mit reingezogen, als das Wort von Jerusalem gemacht worden ist. Ja. Und wir haben über Jahre eigentlich eine tolle Freundschaft gehabt. Und es sind jetzt einfach Sachen, die müssen erzählt werden, Ludwig. Ja. Ich meine, du bist mit mir das erste Mal in Bethlehem gewesen, wo wir fast einen dritten Weltkrieg ausgelöst hätten. Ja. So, das sind alles Sachen, die müssen erzählt werden, damit ihr versteht, was heute hier nach 21 Jahren, nachdem ich halt unterwegs bin, was tatsächlich ist. Das heißt, ich komme zu euch, ja, als Bruder, der etwas herausgefunden hat, ja, der vor 21 Jahren halt Düsseldorf verlassen hat und um die Welt gezogen ist, um die Wahrheit herauszufinden. So, in diesem Bereich, ja, in diesem Bereich lade ich aber sehr herzlich ein, den Wilfried Gotter und den Werner Hartstock von den sächsischen Israel-Freunden. Jungs, ihr seid super spitze, ihr wisst, ne, ich habe einen sächsischen Sohn, ja, und habe also dort auch meine Geschichte mit Chemnitz. Mo ist aus, nips. Da ist ein bisschen seitenverkehrt hier. Ja. Mo, Leute sagen, ich bin Ossi. Genau, ich bin in Magdeburg geboren. Ja. So, und Mo ist übrigens, also ich habe immer super Verhältnisse mit den Ossis gehabt. Ich liebe die Jungs, ne, auf jeden Fall, weil die halt, die verstehen, ihr wart 40 Jahre lang irgendwie unter einer Glocke, so, und dann seid ihr rausgekommen. So, aber jetzt sind wir 25 Jahre unter einer anderen Glocke. Wir sind 25 Jahre unter einer anderen Glocke und keiner hat gemerkt, dass es eigentlich die gleiche Glocke ist. Ja, das ist die gleiche Glocke. So, und das ist auch deswegen, Mo, kenne ich jetzt seit 7 Jahren hier in Berlin und der wird alles, was passiert ist und so weiter und so fort, der wird das bestätigen können. Ja? Und ihr auch. Ja? Ich werde euch vor Gericht als Zeugen laden. Ich werde euch gleich sagen, welches Gericht das ist. Ja? Und Wilfried Gotter, die sächsischen Israel-Freunde, Werner Hartschock, ich habe dich eingeladen zu Ephraim Ning, zu der Community, hast du nicht darauf reagiert. Ja? Wir wollen hunderttausende Leute eigentlich nach Israel schicken, ne? Brauchen Leute, die halt die Reisen organisieren, aber interessiert dich anscheinend nicht. Nun gut. Aber hast ja nochmal die Möglichkeit. So, dann möchte ich auch sehr gerne einladen den Andreas Bauer von der Jerusalem-Gemeinde hier in Berlin. Den Andreas habe ich das allererste Mal getroffen, eigentlich in der King of Kings noch, wo er angefangen hat, sein Ministry zu machen. Heute hat er halt die Jerusalem-Gemeinde in Berlin, wo ich am Anfang hingegangen bin. Andreas, bitte hör sehr, sehr, sehr gut zu. Du hast noch das Gebetshaus oben auf dem, Ölberg. Müssen wir drüber reden. Und wen ebenfalls noch sehr wichtig aus Berlin, der Wilfried Franz, das ist kein, in dem Sinne so kein Pastor, das ist eigentlich ein Business-Typ, der sein Unternehmen verkauft hat, eigentlich auf der gleichen Größenordnung wie Rentrop und Deichmann, ja, der ein ziemlich großes Vermögen hat. So, und mit dir habe ich vor 7 Jahren oder was gesessen. Ich habe dir versucht zu erklären, in welcher Situation ich bin, als ich aus Amerika hier nach Berlin gekommen bin. Und du hast mich gefragt, was ist ein Löser? Und ich, Wilfried, ich bin total geschockt gewesen, weil du bist Christ, ja, du hast ein Ministry aufgemacht, um christlichen Geschäftsleuten zu helfen und so weiter und so fort. Und du fragst jemanden, was ein Löser ist. Und
Das hat mich jahrelang nicht in Ruhe gelassen. Das hat mich jahrelang nicht in Ruhe gelassen, weil du das nicht verstehst. Ja? Und das ist eines der großen Probleme, glaube ich, weil du dafür bezeichnend bist, ja, als deutscher Christ, der eingebunden ist in deutsche Gesetze. Ja? Du weißt nicht, was ein Löser ist. Du weißt nicht, was ein Löser ist. Und deswegen muss ich dir das erklären und auch den anderen Brüdern erklären, weil viele glauben nicht, ich glaube, ihr wisst überhaupt nicht, was ein Löser ist. Ihr habt die Erlösung, ja, das Himmelreich Gottes, noch nicht bis in die letzte Konsequenz verstanden. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr zuhört. So, weiter möchte ich gerne aus Düsseldorf und aus Dortmund den Alfred und Richard Aidu einladen, halt, die mich ebenfalls getraut haben. Richard ist einer der afrikanischen Bischöfe hier in Deutschland, die sehr einflussreich sind, und mein Schwibschwager. Alfred ist mein, ebenfalls mein Schwager, der beide aus Ghana, die halt ja, ein Ministry haben, als Pastoren arbeiten und mich halt 1996 halt getraut haben. Es ist sehr, sehr wichtig auch, dass ihr zuhört. Ich habe bei euch in den Gemeinden gesprochen. Teilweise halt nicht, teilweise haben wir Sachen offen. Wichtig, ihr hört zu. So, und dann möchte ich ganz gerne auch die Sabine Zangerle. Ne, die Sabine Zangerle ist halt diejenige gewesen, als ich 1995 vor Gericht gestellt worden bin, habe ich Sabine mitgenommen und meine Frau Senay, damals noch verlobt. Und ich stand halt vor Gericht und man hat mich gefragt, okay, was ist denn dein, was ist denn dein Beruf? Dann habe ich gesagt, ja gut, Beruf, Berufung, ich bin halt Priester, Priester Gottes des Höchsten. Und dann hat er mich damals angeschaut, und gesagt, wie meinen Sie das? Ich habe gesagt, naja, Artikel 4 des Grundgesetzes besagt, dass ich mit meiner freien Weltanschauung, ja, ich kann glauben, was ich will, ja, ich glaube aber nicht irgendwas, sondern ich glaube tatsächlich, dort gibt es einen unsichtbaren Gott im Himmel, der sich offenbart hat durch sein Wort, und ich bin ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, ich bin Priester. Ja, genauso wie es die Bibel sagt. Was das in irgendeiner Weise damals halt noch auf sich hatte, wusste ich gar nicht, aber ich habe es gemacht. So. Und deswegen möchte ich die Sabine als Zeugin, absolut wichtig, ja, dass du das auch bezeugst, denn dort, wo ich hingehe, ist es dieses Zeugnis absolut notwendig. So. Und dann von den anderen Frauen, es gibt noch meine Frau, die ich natürlich gerne einladen möchte, die, der ich halt viele Sachen erzählt habe, auch sie hat nichts verstanden, und natürlich meine Mutter, die beim letzten Mal aufgelegt hat, ne, aufgrund irgendeiner Geschichte, weil bestimmte Sachen nicht einsickern. So, wer ebenfalls aufgelegt hat, ist der Timon Mann von Worldwide Wings, ja, zusammen mit der Hildegard Schneider. Kinder, ich versuche euch jetzt seit Monaten was zu sagen. Ihr hört nicht zu, ihr tut Dinge, und die hat euch keiner gefragt. Man hat euch darauf aufmerksam gemacht, dass dort mehr dahinter steht, ja, was ihr dort rausgebt, und ihr habt nicht gehört. Ihr habt nicht gehört. So, und deswegen, das ist jetzt so, ich hoffe, ich habe jetzt so ein paar Leute, ja, ich hoffe, die nicht vergessen. Ja, es werden mir noch sehr, sehr viele einfallen, die wichtig sind, ja, die ich berufen werde, um Zeugnis zu geben. Und wie dieses Zeugnis halt aussieht, beziehungsweise was passieren wird, ich werde euch das kurz sagen. Am 2.9. fahren wir nach Israel, wir drei, ja, das sind die Zeugen, wir fahren nach Israel. Und Ziel ist es, Nummer eins, ne, den Benjamin Netanyahu zu treffen. Ja? Ich möchte auch den Nir Barkat treffen. Und ich möchte das mit dem Yogi und mit Malcolm und Embassy und ICEJ klären. Ja? Das muss geklärt werden. Was dort geklärt werden muss, das werde ich euch alles erzählen. Ich mache jetzt erstmal hier einen kleinen Break. Ja, denn jetzt haben wir schon 20 Minuten rum. Ich hoffe, die Einladung ist verstanden worden. Wenn ihr das hört, hört euch jetzt den zweiten Teil an. Ich werde den alleine machen, damit die Jungs noch ein bisschen was anderen, die sollen ja nicht die ganze Zeit still rumsitzen bleiben. Ne? So. Aber das ist, damit ihr seht, ich meine das ernst, und bitte hört euch das an. So, wenn ihr jemanden kennt von den Menschen, die genannt worden sind, wenn ihr in diese Gemeinden geht, ja, sprecht die so lange darauf an, bis die unter dem Video wie ein Acknowledgement gemacht haben. Also es ist jetzt eine legale Geschichte. Ja. Ich sage euch das, unter Zeugen, und werde euch als Zeugen halt zu einer Gerichtsverhandlung berufen. Darüber erzähle ich, warum, wieso, weshalb, erzähle ich euch im zweiten Teil.